Ich war auch aufgeregt, wirklich. Ich war aufgeregt, habe damit nicht gerechnet. Aber freue mich dann natürlich darüber. Freue mich auch, dass ich der Mannschaft weiterhelfen konnte. Herr Tönn, der Museumsleiter hat gerade gesagt, sowas gab es eigentlich noch nie in der Geschichte von Energie, dass so ein 18-Jähriger reinkommt, zwei Minuten mit rumrennt und dann gleich mal ein Tor machst. Wie war das denn, als der Trainer gesagt hat, komm rin, wir setzen nochmal auf dich in den letzten Minuten? Ja, auf jeden Fall Vorfreude. Ich war auch aufgeregt, wirklich. Ich war aufgeregt, habe damit nicht gerechnet. Aber freue mich dann natürlich darüber. Freue mich auch, dass ich der Mannschaft weiterhelfen konnte. Ich glaube, damit wurde auch eine Phase so ad acta gelegt, die gesagt hat, naja, es müssen ja immer Junge auf dem Zettel stehen. Aber du hast gezeigt, dass du es auch kannst und gleich hier mit einem Torerfolg reingekommen bist. Nach einer großartigen Vorbereitung natürlich von dem linken Außenmann dort. Was bringt das jetzt für dich? Für dich persönlich, dass du sagst, ja, ich bin angekommen, ich habe heute Weihnachten, Ostern, Konfirmation, Silvester, alles an einem Tag erlebt in diesen drei Minuten hier im Stadion. Auf jeden Fall toll. Ich wurde von Anfang an schon gut aufgenommen. Natürlich nach dem Tor von der Mannschaft auch direkt gratuliert worden, geschlagen worden und wie auch immer. Freuen sich auch alle für mich. Ja. Muss da ein junger Mensch für sein erstes Tor und seinen ersten Einsatz auch was ausgeben bei der Erwachsenenmannschaft? Ja, natürlich, aber auch liebend gerne. Doch. Wann gibt's das? Gleich im ersten Training oder was stellst du dir so vor? Ich habe noch keine Ahnung. Je nach Absprache. Ich spreche gleich nochmal mit denen da drinnen. Dann gucken wir. Herzliche Gratulation für heute. Wir setzen auf dich. Nicht bloß auf dem Zettel stehen, sondern, genau, sondern tatsächlich auch guter Einwechsler mit weiteren Toren. Das wünschen wir dir. Alles Gute. Vielen Dank.